Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Survivor. So, die letzten Runden waren ja relativ erfolgreich. Warte mal, mit zu dir kommen, Adam. Ha? Ein Todesbote, na tolle Wurst. Das kann ja heiter werden. Oh, dort. Jawohl. Das Geheule. Ich habe das nicht als Todesbote anerkannt. So, oh wow, ich versuche den zu retten. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich häng den jetzt einfach ab, bevor der in die zweite Phase kommt. Komm, Fixie. Oh. Ich denke mal, da geht den gleich retten. Dann mache ich hier mal ein bisschen weiter. Jo. Ich weiß nicht, ob er hier hinkommt, zu dem Haken. Nö. Ich versuche mal mein Glück. Ich versuche mein Glück nicht. Doch, jetzt. Ist gerade beschäftigt. Oh nö. Ich renn mal weg. Ui. Da hat er's aber versucht, du. Der Sack.
kommt schon wieder, Adam. Aber der ist zu Bill. Das ist vor. Der Jen war ziemlich weit, ne? Ich düse mal. Ich mache mal die Düse. Düse, düse. Nein! Leben! Oh, Bill! Naja, musst du dich ja genau dort heilen. Habe ich weder gesehen, noch gehört, noch irgendwas. Oh, Hintergrundspieler. Natürlich. Kann bloß hoffen, dass er mich hier nicht sieht. Natürlich jetzt keine Versteckmöglichkeit hat. Hab ich ein Problem. Wenn ich jetzt wüsste, an welchen Gen die Baiten sitzen, könnte ich ihnen helfen. Ja. Wo? Dort. Nur zur Vorsicht. Sehr schön. Den ziehen sie durch. Oh, sind die beschissen. Hi. Nehmt man's nicht übel? Oh, ich mach das Tor auf. Naja. Jetzt ist er von Tausch gegangen. Und genau das will ich nicht. Ja, ich hing noch gar nicht. Aber ich würde mich quasi bloß anbieten, demjenigen, also dem Todesboden. Jetzt schlau sind, kommen sie alle bitte hierher zur Tür. Weil ich gehe jetzt raus. Weil selbst tanken ist nie. Ich gehe raus. Macht, was ihr wollt. Geschickter Renato.
Obwohl ich wirklich nicht gedacht habe, dass das was wird. Aber um zu helfen, bin ich auch hingegangen. Ich wollte helfen und dann steht er aber wirklich dort. Also das war schon echt mistig. Ich schwöre es mal. Ah, sind sie doch beide raus. Sehr schön. Ja, wenigstens das. Also ich fand das jetzt zum Schluss hin echt schon arschig. Heimtückisch, dachte ich mir. Das haben wir gehört, das haben wir gesehen und dann da bitterlich, okay. Was Lungengrund damit. Oh, okay. Der hat auch seinen Adept gemacht und hat es auch geschafft. Der wollte seinen Adept auch machen. Scheiße. Ah. Drei Leute, die Adept-Versuch gemacht haben. Zwei haben es geschafft. Naja, das ist doch gar keine schlechte Bilanz. So, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Survivor. Bis dahin. Ciao.